Hallo zusammen, ich bin der Frederik, da ist der. Ich bin der Luca. Und wir sind zwei Hypnosetherapeuten von Bern und wir haben unsere zweite Session Street-Hypnose gemacht in Thun heute. Wir haben mehrere Sessions gehabt, ich glaube drei, oder? Ja. Drei Mal und zweimal haben wir filmen. Es ist nicht so super gelaufen wie das letzte Mal in Bern. Wir haben versucht, Zahlen zu vergessen zu machen, Armkatalepsie, das werden wir dann alles sehen. Wir haben uns trotzdem entschlossen, die Videos aufzustellen, um zu zeigen, dass Hypnose etwas ist, das halt einfach auch sehr oft gemacht werden muss. Und auf der Straße ist sehr das Herz gepflastert. Das heisst, es sind viele Geräusche umeinander, die Leute sind nicht so entspannt, weil andere Leute da sind und so weiter. Alles Einflüsse, die schwierig sind für uns. Und man sieht halt auf YouTube meistens nur die Erfolge, die Versuche, die gut gelaufen sind. Und die halt manchmal weniger gut gelaufen sind, die sieht man halt nicht mehr. Aber okay, wir stellen es trotzdem auf und würden uns freuen, wenn ihr würdet kommentieren und wenn ihr wüsst, würdet ein Like geben oder vielleicht sogar den Kanal abonnieren. Wieder, komm, machen zuerst die andere Übung noch mit den Fingern. Wir haben ja vorhin schon gemacht. Du musst mal so aufspannen. So. Jetzt mal tief einschnaufen. Frische Luft, hä? Gut. Und jetzt tust du schön die Finger anschauen, die Augen schließen und jetzt stell dir einfach vor, du hast zwei Magnete in deinen Fingern drin und jetzt fangen die schön sich anfangen zu nähern. Es hat schon wunderbar funktioniert. Du bist jetzt schon in einer tiefen, schönen Entspannung. Merci. Du kannst hier nochmal schön ein bisschen Druck geben, die Augen öffnen. Du kannst die Augen öffnen, Punkt fixieren bei mir im Gesicht, irgendwo hier. Gut. Tief durchschnaufen. Ganz entspannen. Kann nichts passieren. Du bist in Sicherheit. Gell? Okay. Gibst ein bisschen Druck auf die Hand. Jetzt hast du mir deinen Namen noch. Lukas. Super, Lukas. Noch ein bisschen mehr Druck. Noch ein bisschen mehr drücken. Und schön fokussieren. Schnaufen. Tief schnaufen. Tief schnaufen. Noch einmal tief schnaufen. Und schlaf ruhig. Tief, tiefer, tiefer und tiefer. Lukas, du machst das wunderbar gut. Bei jeder Drehung von deinem Kopf gehst du noch doppelt so tief in die Entspannung. Und ich zähle von 1 bis 3 und bei 3 kannst du den Kopf nach vorne sinken. 1, 2, 3, jetzt. Du gehst tief. Tief, wunderbar tief. Du machst es sehr gut. Ich zähle jetzt von 5 bis 0. Und ich steige jetzt zusammen eine wunderschöne, breite Holztreppe durch. 5 Tritte. Und mit jedem Tritt gehst du doppelt so tief in die Entspannung. 5. 4. Tiefer, Lukas. Tiefer. 3. Du wirst ruhiger und ruhiger. 2. Du gehst noch einmal viel tiefer. 1. Und 0. Tief. Tief. Tiefer. Noch viel tiefer. Du machst das sehr gut. Ich zähle von 3 bis 0. Und wenn du jetzt Geräusche hörst von Leuten, die reden, stell dir jetzt vor, du bist auf einer Wiese, eine wunderschöne Sommerwiese, und du läufst barfuß über die Wiese und siehst, es hat auf der linken Seite ein Häuschen. Und in diesem Häuschen hat es einen schönen Lift. Das ist dein persönlicher Lift in dein mentales Atelier. Dort sind alle deine Erinnerungen gespeichert, alles, was du erlebt hast. Und wir fahren jetzt zusammen mit diesem Lift durchab. 10. 9, tiefer und tiefer. 8, 9, tiefer und tiefer. 2, 1 und 0. Und ich nehme jetzt deinen Arm, der geht rauf. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Plötzlich merkst du, in deinem Arm drin hat es eine extrem starke Metallstange. Und die wird immer stärker und dicker. Und die Stange ist jetzt in deinem Arm drin, so dass dein Arm jetzt fix, er ist fix in deiner Schulter drin. Du kannst den Arm nicht fest oben. Wunderbar. Ich zähle jetzt von 1 bis 3. Bei 3 kannst du deine Augen öffnen, die Arm bleibt aber oben und du wirst ihn unmöglich können abheben. 1, 2 und 3. Du kannst deine Augen öffnen. Hi, Luca. Was ist mit deinem Arm? Geht nicht, hä? Kannst du ihn abhalten? Geht nicht, oder? Nein. Probierst du es?
Ja. Geht nicht, hä? Okay. Und schlaf. Du gehst tiefer, tiefer. Mit jedem Mal, wo ich den Kopf drehe, gehst du noch tiefer. 3, 2, 1, tief. Wunderbar. Du machst es sehr gut, Lukas. Du gehst sehr schön tief. Und wenn ich jetzt auf deine Handfläche tippe, dann wird der Arm runtergehen wie weiche Spaghetti und du kannst noch einmal doppelt so tief in die Entspannung gehen. Du bleibst aber stabil stehen. Wenn ich deine Hand antippe, geht er runter wie weiche Spaghetti. Jetzt. Wunderbar. Du gehst tiefer, tiefer und tiefer. Komischerweise ist jetzt etwas Lustiges passiert. In deinem Unterbewusstsein ist die Zahl 3. Zahl 3 ist nicht mehr Existenz, die ist verschwunden, du hast sie vergessen. Jedes Mal, wenn du zählst, zählst du 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zahl 3 ist aus deinem Gedächtnis verschwunden und es ist für dich ganz normal, dass du die Zahl einfach nicht kennst. Es ist für dich ein normaler, natürlicher Zustand. Ich zähle jetzt von 1 bis 3. Du wirst die Augen auftun, in diesem schönen, ruhigen Zustand bleiben und Zahl 3 wird nicht mehr existieren. 1, 2, 3. Hi Lukas. Geht's dir? Immer noch gut? Können wir mal zählen? 1, 2, ja, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Sehr schön. Und tief schlafen. Tiefer, tiefer, tiefer. Ich gebe dir jetzt etwas mit für dein Leben, Lukas. Von jetzt an hast du in deinem Körper ein unglaubliches Gefühl, dass du nur noch frische und gesunde Luft einatmen willst. Jedes Mal, wenn der Geschmack von Rauch in deine Nähe kommt, von Zigaretten, dann zieht sich alles in deinem Körper zusammen. Du weißt nicht warum, du hast einfach keine Lust, Zigaretten zu rauchen. Es ekelt dich an. Du willst den Geruch nicht mehr. Du willst nicht mehr, dass der Nikotin deinem Körper schadet. Alles das willst du nicht mehr. Und weil das so ist, zieht sich alles in deinem Körper zusammen. Jedes Mal, wenn du Zigaretten in die Hand nimmst oder dran ziehst, wieder jetzt die Richtung gehend an. Es ist so unglaublich, weil du das gar nicht willst. Du weißt gar nicht, wie du das je machen konntest. Du erinnerst dich auch nicht mehr daran, dass das irgendwie ein schönes Erlebnis war. Du gehst jetzt noch eine tiefere Hypnose, Lukas. Tiefer, tiefer und tiefer. Und das Gefühl setzt sich jetzt in deinem Unterbewusstsein fest. Und wenn du hier wieder ins Hier und Jetzt kommst, hast du den Drang nach Rauchen ist weg und es widert dich total an, wenn du irgendjemanden siehst rauchen und dann schon nur der Gefühl. 1, 2, 3, Augen auf. Alles klar? Ja, das ist klar. Geht's dir? Ja. Schön, ne? Ja. Hast du selber Zigaretten? Ja, selber Zigaretten. Ja, ich muss mal eine anzünden. So. Wie ist es da? Ja, schon ein bisschen. Anders einfach. Mal. Willst du noch fertig rauchen? Wirklich? Ja, nein, nicht unbedingt, nein. Findest du nicht gut? Im Moment gerade nicht, nein. Okay. Ist doch schrecklich, oder? Ja, ist nicht so. Also im okay. Moment gerade habe ich... Gehst du hin? Eine Minus? Nein, ich muss gehen. Okay. 1, 2, 3, Augen auf. Du bist im Hier und Jetzt. Lukas. Merci. Merci vielmals. Cool gsi? Ja. Aber drücken? Ja. Also, merci für die Zeit, merci für das Vertrauen. Tief einschnaufen, die Augen schliessen. Einmal tief einschnaufen. Und ich schalte jetzt den Magnet ein. Ich zähle auf 3. 1, 2, 3. Jetzt. Und jetzt merkt ihr, wie die Magnete langsam anfangen zu ziehen. Und je mehr dass die Magnete ziehen, desto näher gehen eure Finger. Absinken. Und. Und jetzt die Augen öffnen. Schön. Geht's euch? Ja. Dann können wir noch ein zweites Spiel. Ich kann euch mal eure Arme so vor euch herhalten. Dann sind sie ein bisschen weiter weg. So.
dass ich es zeigen kann. So. Und dann eine Hand aufdrehen, so. Ihr könnt wählen, welche, spielt keine Rolle. Und jetzt tief einschnaufen. Voilà. Noch einmal einschnaufen. Und beim Ausschnaufen langsam die Augen schließen. Sehr schön. Und jetzt stellt euch vor, auf der Hand, die gegen oben schaut, also auf der und auf der, lege ich jetzt zwei so richtig schwere, dicke Bücher drauf. Und zwar jetzt. Stellt euch vor, wie die Bücher jetzt eure Hand gegen oben drücken. Wunderbar. Jetzt. Tiefer. Tiefer. Und an der anderen Hand kommt eine gute Fee vorbei und die bindet jetzt und jetzt ein paar schöne, hellrote Heliumballone an die Hand. Und die Ballone fangen jetzt langsam eure Hand aufzuziehen. Und je höher die Hand geht, desto ruhiger und gelassener werdet ihr. Der wunderschöne Tag hier im Thun, am Wasser. Ihr geniesst die Sonne und ihr merkt, wie so das Gefühl von Entspannung in euch ausbreitet. Und jedes Geräusch, das ihr hört, sei es ein Velo oder ein Auto, lässt euch noch tiefer in die Entspannung gleiten. Ihr hört nichts anderes als meine Stimme und ihr entspannt euch. Und die Ballone werden jetzt zehnmal so gross. Wunderbar, die gehen höher und höher. Es zieht an eurer Hand. Immer mehr, immer mehr. Und ich nehme jetzt noch einmal zwei Bücher und lege die auf die andere Hand. Jetzt. Wunderbar. Ich zähle jetzt von 1 bis 3 und ihr könnt dann die Augen öffnen. Und ihr seid im Hier und Jetzt und könnt schauen, wie sich das auf eure Arme ausgewirkt hat. 1, 2, 3. Super, ich mache das mega gut. Okay. Darf ich schnell mit dir etwas machen? Noch? Du kannst zuschauen schnell, du kannst auch mitmachen. Ist gut. Okay, legst einfach deine Hand hier auf meine Hand. So. Du schaust einen Punkt an meinem Gesicht. Genau, jetzt gibst du ein bisschen Druck auf meine Hand und schnaufst tief durch. Wunderbar. Tief durch schnaufen. Gut, genau so. Wie heisst du? Kevin. Kevin, hoi Kevin. Machst du das super. Noch ein bisschen bequemer. Und jetzt gibst du noch ein bisschen mehr Druck auf die Hand. Drücken, drücken, drücken. Wunderbar. Und schlaf tiefer, tiefer und tiefer. Du gehst ruhiger und entspannt. Der Schwan schwimmt vorbei und du gehst bei 3 noch doppelt so tief in die Entspannung. 1, 2, 3. Jetzt. Du gehst tiefer, tiefer und tiefer, Kevin. Lass dich gehen. Es ist ein wunderschöner Tag. Du und deine Freundin sind hier. Du bist in Sicherheit. Alles, was du hörst, lass dich einfach noch tiefer in die Entspannung gehen. Wenn sie geht, gehst du tiefer. Noch einmal tiefer. Tiefer, wunderbar. Du gehst ruhiger und gelassener. Ich zähle jetzt von 1 bis 3. Dann kannst du die Augen öffnen und meine Hand fixieren. 1, 2, 3. Sehr schön. Tief durchschnaufen. Durchschnaufen. 3, 2. Und schlaf. Du gehst tiefer, tiefer. Du gehst tiefer in die Entspannung. Lass dich gehen. Genieß das schöne Gefühl und stell dir jetzt vor, du bist auf einer grünen Wiese. Du läufst auf dieser grünen Wiese, barfuß, und du spürst das Gras. Ja. Während du so da stehst, fangen deine Hände an zu rotieren. So immer hin und her. Und während sie so rotieren, ist es, wie wenn du tiefer in die Entspannung gehst. Immer tiefer. Du drehst weiter, weiter und weiter. Und jedes Geräusch, das du hörst, lass dich tiefer gehen. Und wenn ich mit den Fingern schnippe, drehst du in die andere Richtung. Jetzt. Wunderbar. Und jedes Mal, wenn du drehst, gehst du tiefer. Weil du merkst, es ist ein wunderschönes Gefühl. Sehr schön. Hand fixieren und aufhören zu drehen. 1, 2 und 3. Okay. Fixierst meine Hand, tief einschnaufen. Und schlaf. Tiefer, tiefer, tiefer. Okay, ich gebe dir jetzt noch, weil du hier so schön mitgemacht hast, ein Geschenk mit. Und das Geschenk ist ein Anker. Der Anker hilft dir, wenn immer du Herausforderungen hast in deinem Leben,
kannst du jederzeit an das schöne Gefühl hier an der Aren erinnern. Nämlich dann, wenn du die drei Finger, den Daumen und die drei Finger so zusammendrückst. Wenn du das machst, kannst du dich von jetzt an jederzeit schlagartig an das schöne Gefühl erinnern, an die Entspannung, an die Hypnose. Und wenn du herausfühlst, dein Puls wird sich normalisieren, dein Blutdruck wird den normalen Zustand haben, du wirst voller Energie und Lebensfreude sein und du wirst Spass haben, hier in Thun, heute oben und morgen und den Rest von deinem Leben. 1, 2 und 3. Augen auf, du bist im Hier und Jetzt. Merci. Merci. Ist cool gewesen.